Bullseye. Ja, wir werden ja sowieso jetzt bald mal die dann Richtung Ende des Transferfensters dann die Meldung der bald ablösefreien Spieler sehen, ne? Digga, den will ich doch gar nicht. Komm, geh in die zweite. Hä? Hat jetzt Stürmer 100? Nee, doch, hat er. Können wir hier Torriecher, hätte ich gerne. Abschluss oder so. Gibt's Abschluss auch? Schusskraft vielleicht noch. Dribbling. Ballkontrolle. Abfahrt. Ja, da ist der Ball noch angeschlagen, das heißt, der ist auch bald wieder fit, das ist gut. Scale Druck müssen wir jetzt gleich auch wieder runterschicken. David Silva ist 11 Wochen. Wann ist der wieder fit? Naja, Mitte März immerhin. Gar nicht so lang, wie ich dachte. Scale Druck kommt auch wieder runter. Wie gesagt, Maldini bleibt halt jetzt noch. Das hat jetzt Glück im Unglück für Maldini. Dass David Silva so lange ausfällt. Du kannst es dir nicht ausdenken. Du kannst es dir nicht ausdenken. Ich meine, er ist nur in der zweiten, ne? Aber Ansu Fati ist halt ein Spieler, der gar nicht so schlecht ist und bei dem ich ganz froh bin, wenn er sich gut macht, auch in der zweiten, ne? Nee, ist er nicht. Ist er tatsächlich nicht, ist aber schon die dritte Verletzung diese Saison oder so. Ist er tatsächlich nicht, nein. Der war schon mal 3-4 Wochen verletzt oder so. Und am Anfang auch mal kurz angeschlagen, glaube ich. True, ja. Kessie war genau. Und Chuchu. Chuchu war auch richtig schlimm am Anfang. Also Chuchu war zwar nicht verletzungsresistent, ne? Aber der hat ja auch erste Saison irgendwie im November sich dann einen Schädelbruch oder sowas zugezogen. Ist 25 Wochen ausgefallen und in der zweiten Saison dann auch wieder Richtung Winter nochmal 20 Wochen ausgefallen. Also wirklich in zwei Jahren war der legit die Hälfte der Zeit verletzt. Na gut, es sind halt nur 2 Verletzungen, ne? Deshalb sage ich manchmal so theoretisch, eigentlich ist es gar nicht so wild, vielleicht darauf zu achten, dass ob die Leute verletzungsanfällig sind oder nicht, weil kann dir immer passieren, ne? Steckst du nicht drin, wie man immer so schön sagt. Steckst du nicht drin. Haben wir jetzt hier noch was offen? Theoretisch ein Fanbeauftragter wäre jetzt wirklich das Nächste, was eigentlich gar nicht so unschlau wäre. Können wir aber noch nicht. Okay. Aber ja, wie gesagt, wenn sie sich zweimal verletzen, das sind halt nur 2 Verletzungen, wenn das halt gerade auch noch so richtig krasse sind, hilft dir nichts, wenn du verletzungsresistent bist oder so, dann, wenn es dich halt dann gleich richtig erwischt, hast du ja Pech gehabt, ne? Ist halt leider so. Kalulitz eine 70 auf RM immerhin. Aber rückt auf, ist als RV noch besser? Dübel! Guck mal fix. Läuft noch aus, ja. Bin ich jetzt attraktiv genug. Mal kurz da reingucken. Können wir hier. Wir machen mal realistisch wirklich. Raul Garcia, Juri, James Milner, Vrzalko. Theo. Theo ist 30? Tschüss. Jesse Lingard. Auch irgendwie einen Jungen dabei. Marta Falcao, Cavani. Dembele. Der ist ja verletzt. Aber oha.
Der hat halt auch das Eigenschaftsbingo absolut gerockt, ne? Einzelspieler trainiert ungern unverletzungsanfällig. Eieiei. Der hat aber auch hier geschrien bei allem, ne? Ich weiß nicht, ob ich den haben will, bin ich ehrlich. Der hat bei allem hier geschrien. Ja, aber der hat auch nur 1,2, ne? Wer sagt denn, ob der hoch? Und der hat 9 Mio Gehalt. Boah, wenn der verletzt ist, ne? Ich weiß es nicht. Wir sind ja im Januar übrigens, ne? Also, wenn, dann müsste ich ihn jetzt verkaufen. wenn, dann müsste ich ihn im Juni oder halt im Juli, August. Guidetti. Wir können ihn mal im Kopf behalten, aber. Ja, ich weiß schon, dass er in der zweiten, aber trotzdem. Ich weiß halt nicht, wie viel er vom Marktwert her hochgeht, ne? Ich meine, gut. Fatih ist auch von 2 mir auf irgendwie 120 oder so erstmal. Mal gucken. Niklas Geierhofer? Zwar halt auch nur ein 7er. Wobei er halt für die zweite. Ich packe mal das Blickfeld, ne? Vielleicht für die zweite oder so. Aber, sag mal, Schema, beruhig dich. Beruhig dich, Digga. Hat er das? Uff, muss ich ihn das recht kaufen, ne? Passiert. Wir machen hier einen Cut für FM für heute tatsächlich. Ich stehe noch vor dem Raum, was der nächste ist. Aber jetzt machen wir erstmal hier Real Sociedad. Oh ja, David Silva ist ja gefühlt in Rente, ne? Hast du ja gefühlt selbst in Rente geschossen. Guti, wir sind jetzt wieder im Pokal durch. Oh, da ging es jetzt. Hat das nicht auch angezogen? Pokal? Granada. Okay, immerhin ein Erstligist, ne? Stehen auf 18. Sollten wir schaffen, sehen wir mal. Wir stehen aber halt selbst nur auf der 10 aktuell. Ist auch da ist noch deutlich Luft nach oben, ne? Also, hoffe ich mal. So, wir sind komplett vorbereitet für das Spiel gegen Mallorca. Yes, wir sind auch wieder im Januar. Ich weiß nicht, ob wir investieren wollen, um ehrlich zu sein. Bin mir nicht sicher. Dann wahrscheinlich werden wir Richtung vertragslose Spieler gucken. Können wir dann auch aber in diesem Endscreen da mal checken. Also wir werden eher nach Spielern für nächste Saison dann gucken. Also in der ersten Minute, jawollo. Ha, Alfonso González, Digga. Huch. Wild. Ja, aber wie gesagt, wir gucken dann eher nach Leuten, die wir dann für nächste Saison holen. Come on. 2-3 direkt nachlegen, bam bam. Sind auf 19 Mallorca, also knapp vor Granada, vielleicht eine Richtlinie, was uns gegen Granada erwarten wird. Ich glaube, Sevilla habe ich gesehen, kommt noch davor. Das wird natürlich ein knackiges Pflaster, ne? Isak, jetzt sein 5. Tor. Ich glaube, der wird langsam warm. Storloth ist bei 8 oder so, meine ich. Bin nicht sicher. 1-0 für Isak bisher. Sehr, sehr nice. Und 1-0 für Kamara und für Golden Sales. Isak beim Tor, Kamara mit der Vorlage. Let's go. Anscheinend haben wir jetzt mit Isak mit Solos geswappt in seinen Torschützen. Kamara und Le Normand mit gelben Karten, beide mal mit 1-0 bisher. Das halten können ist okay, Kamara hält es auf jeden Fall. Der ist sowieso runter jetzt vom Platz. Glanzparade Remiro, sehr, sehr nice. Le Normand geht auch mit einer 1-5 runter. Vielleicht hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Wir gehen dann zu 0 raus. 3-0 Sieg, 2 Tore. Alexander Isak, das ist sehr, sehr schön. Wir bleiben auf der 10. Wir haben 3 Punkte auf Sevilla. Oha. Krass. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass sie noch hinter uns sind. Solos ist auf 9, by the way. Auf 9. Gareth Bale, Top-Torschütze bei Real Madrid vor Benzema. Wie spielen die denn? Bale auf rechts aber. Ich hatte überlegt, vielleicht spielen die ja mit Bale als Stürmer, aber nee, die spielen Bale auf rechts. Der budet halt einfach nur. Gaia zu Man City. Das ist tough für Valencia. Ricardo Pereira zu. Als rechts außen? Huch. Hat bei Liverpool rechts außen gespielt jetzt? Eieiei. Ja, bei Leicester. Zu Liverpool. Sergi Dada zu Marseille. Rafinha. Zu AC Mailand. Ist verletzungsanfällig. Ansonsten ein guter Einkauf, ne? Belotti zu City. War einer der Top-Torschützen in der italienischen Liga, glaube ich. Also eigentlich guter Einkauf für die. Eigentlich ein echt guter Einkauf. De Chilio zu PSG.
Javi, ist das der Javi Martinez? Ja. Zu den Glasgow Rangers. Uff, uff, uff. So, Getafe. Stehen ähnlich da an der Tabelle wie wir. Jugendspieler entdeckt. Sieben, aber trainiert ungern. Nee. Nee, nee, nee. Lass mal zu Hause. Den lassen wir zu Hause. Der soll bleiben, wo er ist. Aber wir haben drei Jugendkreise. Das ist ja schon mal nicht so schlecht, ne? Bauen wir nicht auch das... Nee, den Bauhof bauen wir gerade nicht auf. Aus. Digga. Haben wir den noch immer ausgebaut? Nee. Nee, nee, nee. Haben wir nicht. Okay. Was kostet denn das Bürogebäude? 1,5. Ja, das kriegen wir hin, oder? Ein bisschen was in die Infrastruktur, maybe. Um den Mitarbeiterstab mal ein bisschen zu erweitern und so, ne? Bärim, bärim, bärim. Oh, der IV, den wir hochgeholt hatten, ist wieder fit. Das ist sehr, sehr schön. So gegen Getafe. Lass mal wieder Kalulu spielen. Ist mittlerweile bei der 71 gar nicht so bad, ne? Gar nicht so bad. Lässt sich durchaus sehen. And for a moment I don't even care. Ach ja, mal die dann hochgeholt. Ich dachte schon, da war doch noch irgendein Spieler, den wir spielen lassen müssen, außer Skjeldrup und Fati. Aber das war ja Maldini. Und der ist ja jetzt in der ersten wegen David Silva. Heaven nor hell. Huch. Uiuiui. So, wichtig. Golf spielen. Kapitän Svets. Kapitän Tyroxus am Start, Digga. So. Unfaire Gehälter haben wir einige. Da können wir gleich mal reindiven. Für uns das potenziell Probleme bereitet. Ansonsten hier ein gutes Training von vielen Leuten. Großes Lob und so mitunter, ne? Das sehen wir natürlich gerne. Become the devil. So. Roberto Lopez. Camara. Elustondo Le Normand. Wer läuft denn da für die nächste Saison vielleicht aus? Keiner. Jetzt wenn wir hier sagen, okay, möchte der Vorstand nicht. Aber da möchte ich erstmal warten tatsächlich. Gucken wir erstmal. Bei den meisten nicht super krass viel Unterschied, oder? Wir hatten 240% bei Lopez, ansonsten reden wir von 180 oder so. Was bekommt denn Lopez? 600k. Guridi bekommt 2,1. Okay, vielleicht können wir über Lopez reden, I guess. Können wir nicht, weil wir den erst verlängert haben. Den hat so ein bisschen erhöht, wa? Okay, Vorstand sagt nein, mehr dürfen wir nicht. Aber immerhin eins haben wir, also ihr seid jetzt hier nur noch bei 180. Wir haben hier bei 115. Kamada dürfen wir auch nicht. Nee. Gut, dann rein gegen Getafe. Er hinspielt 2-2. Die stehen quasi direkt hinter uns. Nur Sevilla ist zwischen uns. Dementsprechend wäre natürlich ein Sieg gut, einfach um den Vorsprung ein bisschen auf die Plätze hinter uns aufzubauen.
während wir dann natürlich versuchen, nach oben zu klettern. Das ist das Best-Case-Szenario. Kalulu und Iaramendi haben eine gelbe Karte. Mhm. Bisschen suboptimal. Pfosten für Maximovic. Guck mal, Leute. Okay, okay, okay. So far, Elustondo wieder mit einem guten Spiel, ne? Guck mal, Leute. Yes! Da ist doch das 1-0. Alexander Isak, Vorlage Daniel Maldini. Let's go. Alexander Sordloth. Come on. Nice. Sorloth und Isak mit Toren. 2-0. Wir gehen auf die 9-1 hoch an Valencia vorbei. Die sind der nächste Gegner tatsächlich. Das ist natürlich krass. Wir haben jetzt 5 Punkte auf Sevilla. Wenn wir jetzt gegen Valencia gewinnen würden, dann hätten wir auch 5 Punkte auf die, ne? Dann setzen wir uns zumindest auf den 9 langsam fest und bauen ein bisschen Vorsprung auf die hinter uns auf. Das wäre natürlich mega. Ein Scout-Hinweis, da bin ich mal gespannt, wa? Da bin ich mal gespannt. Raffaele Rossi. Mhm. Guck mal, das Blickfeld. Luis Felipe verlängert, schade. Das wäre natürlich einer, der ausgelaufen wäre. Kamada ja auch. Wollten wir natürlich aber gleich. Wollen wir jetzt nicht warten. Na. So, wer läuft denn aus? Luka Modric, oha. Die sind natürlich erst gehaltsmäßig, jenseits von Gut und Böse, ne? Modric, Suarez, haben wir irgendwo, warte mal, wir können doch hier auf Real Madrid und dann unseren Kader, ne? Wo würden wir denn jetzt am ehesten nachlegen? Das ist auch so ein Ding. Theoretisch ein ZM wäre machbar, ne? Ein Future Stars ZM haben wir jetzt nicht unbedingt, oder? Nicht wirklich. Ja. Oder halt ein Keeper, der ausschlagskräftig ist. Dings. Isco ist zu haben. Sergio Roberto. Kinda Life. Melendo. Ist jetzt nicht schlecht, ne? Ist ein 7er. Absolut solider ZM. Wäre eine Möglichkeit. Martin Valiant. Sieht es auch nicht so schlecht aus. Der wäre eventuell eine Möglichkeit, ne? Usman Dembele halt, ne? Für die zweite vielleicht. Möchte sowieso nicht, okay. Soria, es war auch nur ein 7er. Halt eher wirklich Asensio, wobei der verletzungsanfällig ist. So, das Modric wird nicht wollen, ne? Yes. Greimel zum Saisonende. Why not? Why not? So. Oha. Pogba und Rüdiger. Und Christensen. Popo wird halt nicht wollen, ne? Rüdiger? Auch nicht. Was ist mit Christensen? Auch nicht. Uff. Uff. Jesse Lingard, Marta, Lacazette, Longstaff.
Ja, mal Krone, was geht? Oh, ein Ketia? Oha, abgehoben. Einfach abgehoben. Schade. Die Maria auch. Oha. Can't you see, this is a land of confusion? Sühle, Tolisso, Zakaria, Zagadou. FM und Energy Tasse vorbei. Cool, dass du sagst. Cheers. FM und Energy. Mit wem? Mit wem bist du am Werkeln? Oh, Niklas Stark? Ja, weiß ich nicht. Der Dübel? Ja, dachte ich mir. Oh, Kessie. Ist auch mein letzter Energy. Also macht hier nichts draus. Gehen wir noch in Köln. Oh, Kessie wäre cool gewesen. Ich weiß nicht warum. Romagnoli, genau. Wir holen einfach die ganzen AC Mailand-Leute wieder. Klar. Machen wir da einfach den AC Mailand-Safe draus. Bernadeschi noch geholt. Lemar. Da sehe ich mich. Wobei der halt RV ist, ne? Eigentlich brauchen wir keinen RV. Basur. Das ist halt wieder ein ZM, ne? Ich will ja gar nicht so viel eigentlich holen. Ne, komm, wir belassen das jetzt mal dabei. Wir haben irgendwie für 4 Leute oder so im Raum stehen. Du bist sicher mal in der ersten, weil ich tatsächlich nicht weiß, wo wir den hinstellen. Bin mir tatsächlich nicht sicher, wo der hinkommt. Ob der vielleicht nicht erstmal in der zweiten spielt oder so. Letzte Dritte geworden. Mal gucken, was an der Champions League. Ah, viel Glück. Du wirst es brauchen. Also, vielleicht wirklich. Ach, trotzdem viel Erfolg. So, wir können mal Torpläne, kann er viel haben. Von mir aus ist als ZM nicht ganz so wahrscheinlich, dass er viele Tore macht. Weiß auch nicht wie. Oha, tschü. Tschü. Selbst das Stammspieler, ne? Stammplatzgarantie ist schon. Boah. Ich glaube, Longstaff wird nichts, ne? Wobei, das ist gar nicht so viel Gehalt, ne? Aber er hätte wirklich lieber gerne die Stammplatzgarantie tatsächlich, ne? Ich weiß nicht, wie viel mit der Klausel reisen kann, ein bisschen was, aber das wird schon echt teuer, ne? Glaube ich. Uiuiui. Was denn hier mit? Oh ja. Das gefällt ihm. Ein Feini. Bei 3 Mio in der Regel? Reicht das? Nee. Ja, das machst du schon, das machst du schon. Okay. Nee, Abstiegsklausel will ich nicht reinnehmen, um ehrlich zu sein. Schon wirklich. Naja, gut, ich meine, wieso nicht, ne? Wieso nicht? Wir suchen dann nach einem Talentierten. Vielleicht wird er wirklich der Mann dann. Die Frage, hätten wir Platz für zwei? Bin mir nicht sicher, ne? Was haben wir denn jetzt im ZM? Merino? Ja. Merino ist auch zukunftsbedacht. Yarramendi wird abbauen. Und da haben wir Tchouaméni und Guridi, die alle in eine ähnliche Kerbe reinschlagen wie auch Melendo, ne? Also wir haben wirklich potenziell, können wir sagen, wir haben als dann Longstaff und Merino als Stamm-ZM. Ja. Aber dann hätten wir mit Melendo dann drei, die sehr, sehr ähnlich sind von der Stärke her. Sehe ich, was die verdienen, zum Beispiel? 1,8 hier. 2,1 hier, also um die 2 Mio, ne? Damit komme ich bei ihm halt nicht weg, ne? Nee. Nee. Okay, dann ist er mir zu generic letztendlich quasi. Dazu sehr wie die ganzen anderen Spieler, die wir. Hallo? Ist jetzt der FM abgeraucht oder was?
Irgendwie, weiß ich nicht. Weiß nicht, was das war. Okay. Goodie. I'm moving slow. Sir, könnten Sie vielleicht aus dem Bild gehen? Danke. Komm. Geht aus dem Bild. Yes. So, Roberto Lopez ist verletzt. Nur 2 Tage, das kriegen wir hin. Goodie, wir nehmen mal Kalulu mit. Starten wir Kalulu? Wir starten Kalulu. Wir starten Kalulu einfach. Kalulu ist eine Maschine. Wir starten Kalulu. Kalulu ist eine Maschine. Wir müssen oft genug sagen, dann glauben wir auch dran. Nee, Quatsch, ist er wirklich. Ist er halt eigentlich wirklich. So, dann Spielergespräche, ganz wichtig, ne? Communication. Kommunikation. Porto hat gut trainiert. Yarramendi hat gut trainiert. Merino hat bestimmt auch gut trainiert. Elostondo natürlich. Ne? Absolute Maschine, tatsächlich. Cause I don't know. I'm gonna solve this on my own. So, Lenormand auch sehr, sehr gut dabei. Schema vielleicht. Vertragt jetzt wieder? Ne, möchte er nicht. Ich weiß nicht, mit wem er sich streitet, immer noch nicht, ne? Aber er möchte nicht mit ihm reden. Ja, gut, ne? Ein bisschen Belastung. Ein bisschen Belastung. So, Skill Drop. Spielentwicklung plus 37, gar nicht so krass, ne? Ansu Fati wahrscheinlich auch nicht, dadurch, dass er halt die ganze verletzt ist, ne? Trotzdem plus 50. Uiuiui. Trotzdem plus 50. Na gut. Dann ab gegen Valencia. Come on, Leute. Das wäre sehr, sehr big, um ein bisschen Vorsprung auf die Plätze hinter uns auszubauen. Gelb für Daniel Maldini. Gelb für Kalulu. Gelb für Isak. So, jetzt vielleicht mal ein Tor, bevor wir eine gelb-rote Karte kassieren? Nee. Nicht bevor wir eine gelb-rote Karte kassieren. Kalulu ist eine Maschine, ich sag's doch noch. Ich sag es noch. Edustone ist auch mit einer gelben. Und Maxi Gomez mit dem 1-0. Ha, schwierig, Leute, schwierig. Zwei Null, Maxi Gomez. 3-0, Maxi Gomez, ist okay. Also ich gebe dir schon mal einen Tipp für die Champions League, ne? Am besten keine Platzverweise kassieren, weil sonst machst du dir das Leben unnötig schwer. Frag mich nicht, wie ich drauf komme gerade. So, Valencia geht wieder noch vorbei. Überraschung. Nächstes Spiel ist gegen Granada. Zwei, Back-to-back Granada dann, oder? Wollen wir jetzt im Pokal auch gegen Granada spielen? Ja, kein Ding, kein Ding. Also für mehr Tipps. Follow. Nee. Porto, Man City und AS Rom. Ui. Ja. Naja, Euroleague ist auch schön, ne? Vielleicht reicht es ja dafür. Okay, Longstaff und Greimel kommen beide. Nice. Ich weiß, dass meine Budgets nicht. Ja, actually, back-to-back Granada. Ich hoffe doch. Was sagt die Mannschaftsstärke? Was hast du denn für eine Mannschaftsstärke aktuell? Wir spielen jetzt wieder Kalulu, einfach weil er ja in der Liga sowieso gesperrt sein wird, ne? Oder? Ne, wir spielen Porto. So, Kalulu muss jetzt mal ein, zwei Tage ruhen. Lassen Sie den Teig ruhen.